bin sicher, Sie kennen das alle auch. Sie stellen eine Frage und dann wird diese Frage beantwortet. Eigentlich ist diese Frage sehr einfach gestellt. Es gibt zwei Antwortmöglichkeiten, entweder ja oder nein. Ja. Und dieser jemand, dem Sie die Frage gestellt haben, der schafft es, eine dritte Möglichkeit zu finden. Das impliziert gewöhnlich die Antwort nein, plus noch eine Erklärung dazu, warum das denn nicht möglich ist. Das finde ich immer sehr nervig, weil die Frage wurde ja extra so gestellt, damit man nur ja oder nein sagen muss. Und es gibt noch eine viel schlimmere Art von Fragen, und zwar, wenn man eine Frage beantwortet bekommt, die man gar nicht erst gefragt hat. Und so in etwa ist das ja auch so passiert. Ich habe letzte Woche bereits ein Modul gehalten, das Modul 1.1. Sie haben mich nicht gefragt, ob ich noch eins halten will. Ich habe einfach gesagt, ich halte noch eins. Herzlich willkommen zum Modul 1.2. Ich habe es auch noch ein bisschen erweitert. Es ist jetzt ein sogenanntes Supermodul. Es ist die Einführung in die arithmetischen Arbeitstechniken zur Grundlage der Lebensfähigkeit. Diesmal hat das Modul auch noch einen Untertitel bekommen. Das macht es ein bisschen spannender, und zwar der Erkenntnisgewinn und die Gelehrtentragödie. Das klingt jetzt auf den ersten Blick sehr kompliziert. Vielleicht wissen Sie nicht genau, was möchte ich damit sagen. Könnte man es vielleicht leichter sagen? Da muss ich Ihnen leider mitteilen, nein, könnte man nicht. Sie sind jetzt im zweiten Modul angekommen. Das können wir nicht mehr vereinfachen. Wir können es aber noch verschwerern. ESL in la introduzione alla scienza della aritmetica per la base della vita. Jetzt el modulo de la primero e quinto secondo. E mi hablo español. Und jetzt könnte man denken... Und jetzt könnte man denken, ich habe mein Trauma von letzter Woche nicht überwunden, es geht immer noch um Spanisch. Das ist auch eine falsche Annahme. Es geht heute nicht um Spanisch, ich habe den Senior Hans genug gequält letzte Woche. Heute geht es um Deutsch und um Sowi. Und bevor wir richtig damit starten, bevor wir richtig in dieses Modul eintauchen, muss ich wie letzte Woche auch einmal sagen, die Hälfte von dem, was Sie hier hören werden, ist übertrieben, das ist nicht so passiert. Die andere Hälfte ist vollkommen frei erfunden. Das zielt darauf ab, dass falls hier eventuell ein Lehrer im Raum ist, der sich eventuell angesprochen fühlt und sich fragt, eventuell habe ich einen Fehler gemacht, warum ist dieser Schüler so geworden? Erstmal die erste Frage, ja, Sie haben einen Fehler gemacht, aber B, nein, ich möchte Sie damit nicht kritisieren, ich möchte einfach nur unterhalten. Nehmen Sie sich das nicht zu Herzen, ich würde persönlich zu Ihnen hinkommen und Ihnen sagen, wenn Sie Mist gebaut haben. Und wir starten auch direkt mit einem Bild, das wollte ich eigentlich schon letzte Woche machen, aber da hatte ich dann keine Zeit für. Das ist unser Kater, Louis. Ich nenne den auch gerne Ludfried. Da haben wir noch ein Bild von dem. Und der hat auch noch zwei Mitgefährten, einmal die Liesel und die Lotti. Die sind alle sehr unterschiedlich, das sind sehr individuelle Tiere. Den Louis kann man, oder Ludfried, wie ich ihn immer nenne, kann man immer in den Arm nehmen, der fängt direkt an zu schnurren. Die Liesel, die will direkt mit dir spielen, die will gestreichelt werden und die Lotti ist nie da. Die ist nämlich immer auf Mäusejagd. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum erzählt der Typ von seinen Katzen? Es gibt einen Gag am Ende dieser Präsentation, der baut auf diesen Tieren auf. Merken Sie sich also, diese Tiere wohnen alle sehr harmonisch zusammen. Es ist ein bisschen wie in der Schule, also es gibt sehr viel Individualität. Ja, ist ein schönes Wort. Es gibt sehr viel Individualität in unserem Haus mit diesen Katzen und auch mit mir. Und merken Sie sich einfach, diese Katzen leben sehr harmonisch zusammen. Wir klären dann am Ende, ob das in der Schule auch so ist. Und wir fangen jetzt fangen wir wirklich erst eigentlich richtig an, und zwar mit Lyrik. Ich habe Ihnen ein paar Sätze mitgebracht aus einer Deutschklausur, das stammt aus Faust. Ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, ich habe das ein bisschen auseinandergeflattert, das ist nicht der chronologische Ablauf der Klausur. Also da fehlen ein paar Verse in der Mitte. Ich lese Ihnen das trotzdem einfach einmal vor, auch wenn ich das nicht so gut kann, wie der Herr Machel. Ich hatte selbst oft grillhafte Stunden des Vogels Fittich, werd ich nie beneiden, und ach, entrollst du gar ein würdig Pergamen, ach, die andere hebt gewaltsam sich vom Dusto, lerne den anderen kennen, ach, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Das ist aus einer Deutschklausur, es müsste die fünfte oder sechste gewesen sein, das entspricht doch ungefähr der Note, die ich bekommen habe, fünfte oder sechste. Und jetzt ist es wichtig, wir müssen jetzt mal ein bisschen den Schüler reinversetzen, was denkt ein Schüler, wenn er so eine Klausur vor sich hat. Und
da habe ich ein paar Gedankengänge aufgesammelt, was ein Schüler denn so denken könnte, wenn er diesen Text liest. Da gibt es jetzt relativ viele Gedankengänge. Erstmal denkt man, warum grillen die? Die hatten damals noch gar keinen Grill. Du fragst dich eventuell, warum bin ich überhaupt hier? Du denkst auch vielleicht immer ein bisschen an die Frauenrolle. Das ist so ein Thema, das funktioniert eigentlich überall in jedem Gedicht, in jeder Geschichte. Das ist immer aktuell. Du denkst auch vielleicht zwei Seelen. Okay, das ist ja erstmal nicht möglich. Wenn es überhaupt Seelen gibt, dann gibt es eine. Und da denkst du vielleicht, okay, das funktioniert also nicht. Also ist das eventuell irgendein sprachliches Bild, eine Metapher? Steht das vielleicht für zwei Hände? Steht das für zwei Füße? Steht das eventuell auch für zwei Punkte? Die Note, die ich am Ende bekomme, man weiß es nicht. Irgendwann gewinnt man aber eine Erkenntnis, beziehungsweise gewinnt man erstmal eine Erkenntnistheorie, eine Grundlage. Und diese Grundlage basiert auf meinem absoluten Lieblingswort, Retranszendierung. Und bevor wir da jetzt reinstarten und gucken, was ist diese Erkenntnis, die wir gewonnen haben, müssen wir erstmal klären, was ist überhaupt Retranszendierung? Kann ich das kaufen? Kann ich das erlangen? Was ist das? Und Sie müssen sich jetzt hier vorstellen, guck mal, der hat wieder Pointer, funktioniert? Ja. Hier haben wir zwei Sphären. Einmal haben wir eine sehr irdische Sphäre, symbolisiert durch, da waren eigentlich noch mehr Bäume, die Folie schneidet das ein bisschen ab. Das wird symbolisiert durch halt den Wald, durch Häuser, halt alles sehr irdische, und wir haben darüber auch da eine himmlische Sphäre, symbolisiert durch die Nacht, die ist metaphysisch, die ist ein wenig göttlich, in dem Sinne, wobei hier draußen ist es gerade auch Nacht, das halt auch nichts Göttliches. Man muss also ein bisschen damit Fantasie dran gehen. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie funktioniert Retranszendierung? Und dafür haben wir hier unser Mannequin. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Goethe. Man könnte das aber auch übertragen auf jeden Schüler, der in dieser Klausur sitzt, weil der erlangt ja diese Fähigkeit der Retranszendierung. Und jetzt passiert Folgendes in der Klausur und auch bei Goethe, als er dieses Werk geschrieben hat. Er verbindet diese beiden nicht miteinander zu verbindenden Sphären, also das Normale und das Paranormale, und fusioniert das zu einem. Und das sieht dann im Kopf ungefähr so aus, wenn Sie das schaffen. Das ist dann so. Und Sie haben jetzt eine Erkenntnis gewonnen. Und diese Erkenntnis ist sehr klug, finde ich. Und zwar ist die Erkenntnis, dient Faust als Sinnbild für verzweifelnde Schüler, die seit Jahrhunderten am Schulstock verzweifeln, so wie ich das tat, als ich in dieser Klausur saß. Und damit haben Sie erstmal eine Erkenntnis gewonnen. Und damit ist es auch schön, aus dieser Retranszendierung, die Sie erhalten haben, haben Sie eine partikularisierende Synekdoche abgeleitet, also etwas Kleines, das für etwas ganz Großes steht. Faust steht für alle Schüler, die am Stoff verzweifeln. Und damit kommen wir wieder zurück zu unserem Mannequin, was sich denkt, ach, ich bin die Gelehrten-Tragödie. Und der Lehrer denkt sich erstmal, nope, das ist nicht so. Du bist nicht die Gelehrten-Tragödie, das hast du mal wieder nicht verstanden. Und es gibt noch andere Dinge, die im Kopf eines Lehrers hier hervorschwirren. Ich bin kein Lehrer, ich weiß nicht genau, was da in sich vor sich geht, aber ich kann den Erwartungshorizont anschauen und da stehen solche Sachen drin. Die Heraldik ist zum Beispiel immer wichtig, die Erfahrungsverdichtung, was auch immer das sein mag, ein poetischer, monologischer Tonfall, ein komplementativer Sichtungsstandpunkt, die konventionelle Handlungsnotion. Sie sehen schon, da gibt es nicht sehr viele Überschneidungspunkte mit dem, was der Lehrer denkt. Jedoch einen gibt es, den markieren wir mal. Es ist die Realisierung der eigenen Begrenztheit. Die erfährt der Schüler auch am eigenen Leib in der Klausur. So viel dazu. Ja. Jetzt habe ich noch ein weiteres Fallbeispiel beigebracht. Ich wollte Ihnen noch mal zeigen, dass ich halt überhaupt nicht zeichnen kann. Wir betreten jetzt neue Gefilde, wir gehen in den SOWI-Unterricht. Da waren wir noch nicht drin, es gibt also neue Gags, die verbraten werden können, wenn ich sie dann richtig erzähle. Und im SOWI-Unterricht hatten wir kurz vor Ende des Schuljahres haben wir mal ein Spiel gespielt. Und zwar, eine Gruppe wird auf einer Insel ausgesetzt und du musst irgendwie mit dieser Gruppe umgehen, du musst die demokratisch regeln, dass da halt nichts schief geht. Und irgendwann gab es eine sogenannte Ereigniskarte. Und das Ereignis, was meine Gruppe bekommen hat, war das Ereignis, irgendjemand hat keinen Bock. Der möchte das gern anders machen. Er spricht sich gegen die Mehrheit aus. Und dann mussten wir als gebildete Schüler der Qualifikationsphase 2 damit umgehen. Wie gehen wir denn auch damit um? Wir sind ja hochgebildete Schüler. Und unsere Lösung, die uns direkt in den Kopf gekommen ist und die wir auch nicht mehr verändert haben, war dann weg mit ihm. Ja, das mit dem Gebildeten nehme ich zurück. Und dann ist die logische Schlussfolgerung, wir waren auf einer Insel. Um einer Insel ist mehr.
Das heißt, dieser arme jemand ertrinkt. Und immer das Erste, wenn ich an Ertrinken denke, ist tatsächlich das hier. Das hier. Und zwar Luft. Und wir haben keinen Ton. Schade. Eigentlich sagt der Luft, weil der gerade in kaltes Eiswasser gesprungen ist. Das Zweite, was mir dann in den Kopf kommt, ist... Oh, das war eins zu weit. Scheiße. Das Zweite, was mir dann in den Kopf gekommen ist... Ja, also muss man da jetzt nicht mal ein bisschen drüber nachdenken. Die Lösung, die wir als qualifizierte Abiturienten haben, wir werden nie wieder so ein geballtes Wissen haben. Irgendwann haben wir dann ein Fachwissen eventuell, aber nicht mehr diese Großflächigkeit. Und wir, diese hochintelligenten Menschen, die jetzt ihren Abschluss haben, sind zu dem Schluss gekommen, wir müssen denjenigen ausstoßen. Und das ist dann ein bisschen traurig, weil das letzte Mal, als sich Minderheiten gegen Mehrheiten gewandt haben und diese Minderheiten dann dementsprechend unterdrückt oder ausgestoßen sind, das war 1933, die kamen dann ins KZ. Das hat das Ganze in einem sehr ernsten Ton angenommen, diese Präsentation, das war ursprünglich nicht so geplant, aber da hat sich nun mal hinentwickelt. Und jetzt stellt man sich vielleicht berechtigt die Frage, kann ich nicht eventuell diese harmonischen Katzen nochmal sehen? Und die Antwort auf diese nicht gestellte Frage ist selbstverständlich, ja, sie können. Und damit ist auch meine Präsentation schon zu Ende. Ach, muchas, thanks schön, wir sehen uns im dritten Modul.